Ey, Entertainment, Digga, übertrieben krasse Idee. Für deine missgebildete Fresse ne Maske zu nehmen. Deinem Mann am Heroin beim Eisprung. Denn wenn du dich demaskierst, denken sie, du trägst darunter ne Halloween-Verkleidung. MC, du warst nur das Mobbing-Opfer in den Klassen, der den die Fotzen nochmal sitzen lassen. Nicht beachten, deine Spitznamen kannte fast ganz Bremerhaven. Sie nannten dich Penis-Nase-Käse-Schwarte, du warst übersät mit Warzen. Und so dachte sich der Mongoloid, ich werd Rapper, denn jeder hat ne zweite Chance verdient. Dein Künstlername war dann, er kann's bitten, doch wurdest dann beim VBT disqualifiziert, weil hier keiner meinte, er kann's bitten. Und deshalb dann ein Imagewechsel machte, denn daraufhin suchte sich der Schmock im Internet ne Maske. Guck mal, plötzlich war er so wie sie, rappte über Drogendeals, Kokazin, Ente fühlte sich stärker als Holyfield. Sie meinten, das ist echt zu mies, hör auf. Doch ein Jahr später flog der Penner gegen Diverse raus. Und glaub mir, alles wiederholt sich. Dein Ente dachte sich, er wird Fan, wenn er Julian mal ne Qualifikation schickt. Doch dem war nicht so, denn der Wichser liefert nie was ab. Mit seiner Quali hat er's nicht mal ins Turnier geschafft. Eigentlich ist jede Zeile von dir nichtig, denn du rappst was ein und zeigst uns, wer du nicht bist. Wer kickt, wenn er ans Mic kommt, nur Fake Shit. Entertainment, Nobel von dem Preis, Geld ein Facelift. Entertainment, sag mal, wer ist keiner down mit mehr als einer Braut, wer sieht selbst und Maske, der bescheiße aus. Wer kickt, wenn er ans Mic kommt, nur Fake Shit. Entertainment, Nobel von dem Preis, Geld ein Facelift. Entertainment, sag mal, wer ist keiner down mit mehr als einer Braut, wer sieht selbst und Maske, der bescheiße aus. Herzlichen Glückwunsch, du bist im JPP. Ich dachte, ich seh nicht mehr richtig, als das Turnier begann. Ente will jetzt ohne Rückrunden, das schaut das sehen. Julian, was ist los? Auf mal hast du ein Herz für Tiere, Mann. Das wird zu viel, verdammt, ich check's jetzt ein bisschen. Was Männer nicht so tun, wenn sie einen wegstecken müssen. Denn das Ente ne Fotze ist Jules erwähnt, sogar sie selbst. Deine männliche Ente heißt nun mal Apple, du She-Man. Mach kein Ophero, dicker Bitch. Denn du wickelst nur das Geschäft ab, weil du ein Babysitter bist. So bekommt das Wort Braune bei dir eine ganz andere Bedeutung. Denn der Fetischpenner lässt sich gerne anscheißen vom Bräuten. Ich paar Face und mache Paper klar. Entertainment ist der nur vier verfickte Euros macht bei Blazing Star. Schwachsinn, er ist todsicher, so sau Bros. Er schmeißt den Cent im Merkur, macht 5 Gewinn und fragt dann sein Homie, soll ich rausholen? Hey, du bist pleite und das alles verkackt. Du bist das absolute Gegenteil von Dagobert Duck. Setz deine Maske doch ab, so langsam hab ich es satt. Und deshalb fick ich dich jetzt einfach mit der Wahl, du Spaß. Guck, denn verbal steck ich meinen Schwanz Kontinente und fick ihn quer durch alle Kontinente. Kein Plan, Mann, was es über dich noch so gab. Doch ich spitte einfach weiter, weil ich Bock drauf hab. Wer kickt, wenn er ans Mic kommt, nur Fake Shit. Entertainment, Nobel von dem Preis, Geld ein Facelift. Entertainment, sag mal, wer ist keiner down mit mehr als einer Braut, wer sieht selbst und Maske, der bescheiße aus. Wer kickt, wenn er ans Mic kommt, nur Fake Shit. Entertainment, Nobel von dem Preis, Geld ein Facelift. Entertainment, sag mal, wer ist keiner down mit mehr als einer Braut, wer sieht selbst und Maske, der bescheiße aus. Entertainment, ich bin übertrieben motiviert, ich bin so krank, komm feier, hol den Titel. Währenddessen hängst du Julian an den Eiern, lass noch etwas saufen auf dein Ende des Turniers. Denn ich hab gehört, mit Tag ist nicht ne Ente, gut flambieren, du bist kein Entertainer. Du bist nicht unterhaltsam, wie deine Mann, denn sie schluckt für ihn unterhaltsam. Doch keiner kann die Schlampe leiden unterm Hals haben. Trotzdem muss sie jeden Monat mit ihrem Unterleib zahlen. Guck, er stellt sich mit 30 Jahren immer noch vor die Canon Cam. Rap nur scheiße, aber fühlt sich wie der deutsche Eminem. Und ist dann wie ein Spastiker am Gestikulieren. Plus bei Beef will dieser Asi immer telefonieren. Er will mit Sprachfehler Rapper sein, den er dann mit seiner wacken Quali touchiert. Der Typ hat gar kein schlechtes Mic. Das hier ist nix, nur dein Leben, my man. Und jetzt such dir doch nen Strick, Mann, und geh dich hier hängen. Du fettes Hurensohn.